So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Ja, beim letzten Mal haben wir hier genau diesen Scheiß gemacht, hier mit Gravitation und Timing und Schnullipups und Ralala. Und sind dann an dieser Stelle hier stehen geblieben, bei der man zeitlich hier so und dann da so und dann wow. So nämlich, und dann will man nämlich hier runter und dann hoffentlich nicht sterben. Hi, Mr. Säge. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß es. Oh Gott. Genau. So will man das machen. Oh weia. Da oben ist schon wieder die nächste Säge. Da oben ist bestimmt jetzt auch eine Säge, wo ich jetzt hinfliege. Yeah. Ah, man hätte da wieder den Knopf drücken müssen, den man natürlich nicht sieht. Doch, da sieht man ihn. Okay. Also ich will wahrscheinlich da so hin. So. Dann will ich da hin. Will ich den Knopf drücken? Ja. Man sollte den Knopf auch drücken. Denke ich. Soll helfen. Wenigstens respawn ich hier. Muss nicht nochmal von oben anfangen. So, jetzt aber. Knopf bitte drücken. Komm schon. Ah, wieder daneben. Der dreht sich so blöde. Ja, komm. Lass meine Leichenteile nach unten fallen. Ein bisschen pervers, wisst ihr das? So. Diesmal aber bitte. Komm schon. Diesmal hat's geklappt. Ja, klasse. Dann mache ich da einen Brutzler, ist auch geil. Was bringt denn das, wenn ich hier weiterlaufen würde? Da komme ich nicht weiter, ne? Hä? Man will vielleicht das so machen? Ah, ich glaube mal, ich weiß, wie man das machen will. Man will warten, bis sich die Gravitation wieder dreht. So. Und dann... Was war denn das? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Moment, nochmal kurz drüber nachdenken. Ich will wahrscheinlich unter die Säge durch. Das heißt, wenn ich nach oben fliege... Ich muss ein gutes Stück nach oben fliegen noch. Und dann muss ich mich drehen. Weil die... Nee, Moment, die Gravität... Nee, doch. Ich habe bloß den Schalter nicht getroffen, glaube ich. Ja, den Schalter habe ich nicht getroffen, nehme ich mal an. Weil ich bin ja gerade nach unten gefallen. Das hätte nicht passieren dürfen, rein theoretisch. So. Ja, so genau nehme ich wie das gerade. Ah, diesmal habe ich überlebt. Oh, nochmal. So. Und drücken. Das war zu früh, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Moment. So. War wieder zu früh. Das muss wirklich ganz genau passen, glaube ich, oder? Oder mache ich hier Blödsinn? Ja. Oder beim Runterfallen. Vielleicht will ich auch erst drüber fliegen, dann runterfallen und dann erst drücken. Bringt das was? Moment. Ja, was macht er? Dummer Junge. So, nochmal. Also so hoch. Zu früh. Schnitzel. Boah. Da haben sie aber sich echt Mühe gegeben, den zu zerteilen. So. Hoch. Das war kacke. Das war mega kacke. Bin ich bis an den Schalter gekommen. Ja, komm, ich bin tot. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Weiter geht's. Nochmal. Und jetzt. Wow. Okay. Was geht jetzt? Bautz. Was soll das? Hallo? Hallo? Junge platzt durch irgendwas durch. Was auch immer das war. Was zur Hölle passiert hier? Ja? Bin ich jetzt tot? Hallo? War das doch Blödsinn, was ich gemacht habe? Ja, langsam. Ich würde noch ein bisschen langsamer fliegen. Hallo? Ich kann doch nichts drücken. Tja, na gut, dann lässt er sich halt ein bisschen fliegen. Von mir aus. Kann ich mit umgehen. Mach mal.
Schön machst du das. Toll. Wunderbar. Leg dich hin. Stirb. Mach irgendwas. Verschwindet er einfach im Boden? Nein, er schlägt auf. Das sieht irgendwie sehr schmerzhaft aus. Oh Gott, ihr habt's übertrieben mit Zeitlupe. Hallo. 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 Boah, da kann ich mir noch einen Kaffee kochen in der Zeit. Was macht der? Was soll das? Muss ich jetzt doch irgendwas machen? Nö, glaub nicht. Nein, dann flieg mal weiter. Kauf dir ein Eis. Mach was Schönes. Düm, dü, dü. Das hat ein bisschen was von Baywatch. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Klatsch mit der Fresse ins Gesicht. Mit der Fresse ins Gesicht. Nein, mit der Fresse in den Dreck. Naja. Fail. So, jetzt liegt er da rum. Oder? Fliegt er nochmal hoch? Hallo? Kann ich wieder was machen? Wie sieht's aus? Darf ich? Darf ich nicht? Nein, ich glaube, er ist noch in seiner Slow-Mo-Sterbeaktion. Ah, schön. Wunderbar. Wenn man jetzt nicht wüsste, wo der Junge liegt, würde man ihn nicht sehen. Er hat sich wunderbar der Umgebung angepasst. Hallo! Ich würde gern was machen. Soll das? Hallo? Hallo? Muss jetzt hier irgendwie eine harte... Muss jetzt einen Atari-Code eingeben? Oder was wollt ihr jetzt von mir? Es geht gerade nichts. Hey! Junge! Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Maus geht auch nicht. Einmal quer übers Keyboard. Tut sich auch nichts. Ah, jetzt wacht er auf. Wunderschön. Schön, dass du wieder mit mir interagierst. Dummer Junge. Wenn ich da zurückgehe, bin ich... Dann ist das weg, was hier vorher war. Ist auch interessant. Moment. Komisches Spiel. Na gut. Dann gehen wir halt nach rechts. Dum, da dum, da dum, da dum, 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 da dum. Sieht ein bisschen aus wie der Anfang, oder irre ich mich jetzt gerade? Anfang? Kein Anfang? Ich weiß es nicht. Hey, da sitzt schon wieder das Kind. Ist es seine Schwester? Ich glaube, es war seine Schwester irgendwie oder so. Was tut sie? Sie gräbt da am Boden rum, sucht sich ein paar Würmer. Oder so. Und nun? War's das? Das war's. Was ist das für ein Ende? Jetzt mal im Ernst. Der Junge hat das Vieh, hat dieses Mädchen gefunden und das war's? Das war's? Ich bin enttäuscht. Bisschen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aber hier seht ihr, wer auf jeden Fall bei dem Spiel mitgemacht hat. Irgendwie ganz viele Leute mit durchgestrichenen O. haben auf jeden Fall hier mitgemacht. Ja. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet, muss ich ehrlich sagen, für mich auch. Damit haben wir wohl Limbo durchgespielt. Also ich fand das Spiel an sich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. So von dem Ideenreichtum und von der Umsetzung. Also diese Schwarz-Weiß-Dings, das ist schon... Also das hat mir sehr gut gefallen. So, das war mal auf jeden Fall was anderes. Die Rätsel waren stellenweise doch relativ anspruchsvoll, beziehungsweise waren auch ein paar Plattformelemente dabei, wie zum Beispiel bei dem blöden Haar mit dem Timing und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur selten dämlich angestellt, was wahrscheinlich das Erste ist. Aber da unten steht es auch nochmal, The End. Errungenschaft freigeschaltet, Ehre wem Ehre gebührt. Gut. Dann sage ich eigentlich nur noch, ich hoffe, das Projekt hat euch soweit gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder mir konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Zucanus und ich sag mal,
Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao.